Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 in First Person. Heute natürlich wieder ohne Elgato, bin ja gerade nicht zu Hause, wo meine Elgato schlummert. Aber trotzdem will ich euch diese tollen Perspektiven nicht nachenthalten. GTA 5 ist auf jeden Fall besser als Call of Duty, obwohl ich auch Call of Duty mir gekauft habe. Aber ich glaube einfach, der First-Person-Modus ist einfach viel geiler hier gestaltet in GTA. Schaut euch nur mal diese Granate an. Man kann hier weggehen. Ihr seht, wie sich dieser Stift bewegt, wenn ich rumhüpfe, dieses Wasser. Schaut euch mal dieses Wasser an. Dieser Wind, der hier rumpfeift, das hört ihr jetzt nicht. Wir müssen nicht mal wieder meine Elgato aufnehmen. Aber es ist der Hammer. Hier hinten habe ich auch noch ein Luftschiff. Damit werden wir gleich fliegen. Und schaut euch mal diesen Boden an hier. Diese Pfützen. Und jetzt ziehe ich hier am Stift an der Granate. Lass die fallen. Hau ab. Oh Gott. Was mache ich denn? Ja, auf jeden Fall. Können wir auch jederzeit wechseln. Ich meine, sowas Geiles wie dieses Spiel habe ich noch nicht erlebt. Suchtfaktor, und das sage ich nicht oft, liegt bei 100%. Es ist das süchtig machendste Spiel, was jemals auf dieser Welt erschienen ist. Natürlich GTA 5 auf der PS4 und Xbox One. Nichts anderes. Es ist der absolute fucking Wahnsinn. Der absolute fucking Wahnsinn. Der absolute fucking Wahnsinn. Und jetzt zeige ich euch diese hammergeile Perspektive im Inneren des heiligen Luftschiffes. Wir gucken uns diese heilige, ultrascharfe Armatur an, diese ultrascharfe Ledersessel, die ihr hier seht, diese ultrascharfe Rückenwand, alles enorm ultrascharf. Ihr seht hier verschiedene Anzeigen, Geschwindigkeitsanzeige, Neigungswinkel und so weiter. Man kann hier sich richtig umsehen. In diesem unglaublich schönen Luftschiff. Es ist ein absoluter Traum. Ich finde es Hammer. Diese Ruhe. Unglaublich schön. Somit verabschiede ich mich mit diesem unglaublichen, tödlichen Jump. Ohne Fallschirm. Ciao.